Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch ein paar spekulative Infos zeigen zu den Once-to-Watch-Karten. Also wie gesagt, das Ganze ist nicht zu 100% sicher, das ist nicht zu 100% safe, dass die am 3. Februar rauskommen und dass überhaupt welche rauskommen. Das sind wie gesagt alles nur Gerüchte, deswegen bitte mit Vorsicht beachten und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Also hier wurde ein Post rausgehauen und zwar nicht von EA, sondern von einer Seite, die aber Infos zu FIFA immer wieder raushaut und die hatten auch schon öfter recht, die kenne ich nämlich auch schon ein bisschen länger und die hauen eben ein Bild raus, da steht eben from Friday 3. Februar, also am 3. Februar, das heißt eben freitags um 19 Uhr bei uns dürften angeblich neue Once to Watch Karten rauskommen. Das würden wir ja auch mitbekommen, weil ich ja am Freitag wahrscheinlich so ab 17 Uhr zu streamen beginne, wegen dem Charity Stream, Freitag bis Sonntag nochmal zur Info für alle. Und da würden eben angeblich neue Once-to-Watch-Karten rauskommen. Und das wären dann wahrscheinlich diese Once-to-Watch-Karten. Draxler zum Beispiel könnte ich mir ganz gut vorstellen. Depay auf jeden Fall auch. Payet ganz klar natürlich. Also wenn welche rauskommen, dann dürften die Karten, die hier aufgelistet sind, schon ganz gut stimmen eigentlich. Denn die Karten, die sind ja eigentlich fast alle gewechselt. Also die sind ja eigentlich, nein, sie sind alle gewechselt, ist ja klar. Denn Once-to-Watch-Karten, das ist glaube ich nur mit Karten, die eben transferiert wurden. Und das sind sozusagen die Top-Transfers. Das gab es ja eben am Anfang von FIFA 17 auch. Und jetzt gibt es es angeblich auch zu der Winterzeit nochmal, sage ich. Also auf jeden Fall zum Beispiel Draxler als ein neuer Transfer sozusagen kriegt jetzt eine Once-to-Watch-Karte. Und die Once-to-Watch-Karten, die steigen ja immer mit dem Rating mit, falls die Spieler Karten als normale Karte irgendwann in Inform bekommen oder so, dann werden diese Karten mit upgegradet und da kann man eben gut spekulieren und gut investieren. Und ja, Freunde, das waren eigentlich auch schon die allerwichtigsten Infos. Es ist ganz interessant, ob sie kommen. Wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. Aber falls sie eben kommen, wäre das schon richtig, richtig cool und da kann man sicher auch ein bisschen traden. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass vielleicht dann auch eine neue Squad-Building-Challenge rauskommt, wo man halt wieder ein bestimmtes Rating braucht und diesmal aber vielleicht eine Once-to-Watch Karte statt eine Inform-Karte. Denn bis jetzt war es ja immer so, dass das Inform-Challenges waren und da brauchte man ein 84er Rating plus ein oder zwei Informs im Team. Und jetzt könnte ich mir das so vorstellen, dass das vielleicht so ist, dass man ein 84er Rating braucht und ein bis zwei Once-to-Watch-Karten. Also ihr könntet jetzt theoretisch auch in Once-to-Watch-Karten investieren, die gerade jetzt halt auf dem Markt sind, die günstigsten einfach. Also dass ihr euch da einfach ein, zwei mitnehmt. Aber wie gesagt, es ist halt nicht mal safe, dass die Once-to-Watch-Karten überhaupt am Freitag kommen. Deswegen ist es auch unwahrscheinlich, oder was heißt unwahrscheinlich, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht ganz so hoch, dass dann auch eine passende Squad-Building-Challenge kommt. Aber ich könnte mir das Ganze ganz gut vorstellen. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Am Donnerstag kommen wahrscheinlich auch noch neue Top-Partien. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich das Video heute, also am Mittwoch oder am Donnerstag hochlade, aber auf jeden Fall Donnerstag, 2.2. dürfen auch neue Top-Partien als Squad-Building-Challenge kommen. Und ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon mit dem kleinen Infovideo zu den neuen Once-to-Watch-Karten. Falls ihr vielleicht noch ein kleines Infovideo haben wollt zu den Wintertransfers, wann die kommen könnten, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann war es das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!